Bevor wir loslegen, ein Bild zum Nachdenken. Wir starten mit zwei älteren Videos. Eines vor wenigen Tagen und das zweite Video gleich zu Beginn, welches wenige Wochen alt ist. Schreibt mir unten in den Kommentaren rein, wie ihr diese Woche nutzen konntet. Tja, wie 10.000 Euro an investieren? Volle Kanne rein. Nicht in Teilbeträgen und gar nichts. Oder auch hier jetzt diesen Vorschlag, wobei hier eigentlich ein Sparplan vorschlägt. Die nächsten, die super bullisch sind. Hier, ja, was soll ich sagen, er macht sich über Crash-Gurus allgemein lustig. Sicherlich Crash-Gurus, die den Weltuntergang voraussagen. Okay, gut, eigenes Thema. Damit rechnet niemand. Ja, womit? Ganz einfach, dass es extrem nach oben geht, weil die Zinsen anziehen könnte, ist sein Argument. Des Weiteren schlägt er bestimmte Aktien vor, jetzt im Jänner zu kaufen. Ja, es ist alles super billig. Und auch er schlägt bestimmte Aktien vor, allerdings bezogen aus einem Magazin. Erst vor kurzem die Mega-Rallye, Panik-Rallye kommt jetzt und er schießt sowieso den Vogel ab. Ein Video von gestern. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch natürlich der Gier-Indikator. Beim DAX gehe ich davon aus, dass diese Marke hier unbedingt halten muss. Beim DAX sind das etwa die 13.400, die unbedingt halten müssen. Hallo, willkommen, dies ist die Ausgabe Nummer 9. Mein Name ist Gerhard Oehler. Ja, diese Linie hat nicht gehalten und es ging gewaltig nach unten. Das sehen wir auch hier so schön im Dow Jones. Die längerfristige Linien zeigen uns allerdings, dass wir nun ein Ziel erreicht haben. Interessant ist dieser Chart von Goldman Sachs, die, wie gesagt, auch ein Ziel herausgegeben haben, das meiner Meinung nach nun exakt erwischt worden ist. Wie auch beim Dow Jones und so auch hier beim DAX sehen wir wunderbar eine Linie, auch bei der Nasdaq, die sehr einfach, wie man diese zeichnet, auch erreicht hat. Nun, der MDAX, auch dieser hat eine sehr, sehr, sehr langfristige Linie erwischt. Wenn man sich das hier im Detail anschaut, gigantisch, sage ich dazu. Ne? Nun kommen wir zum VIX, also den Wohler-Index. Auch dieser hat ein Hoch erwischt, begleitet natürlich mit dem Gier-Indikator. Dieser zeigt, dass wir bei 10 angelangt sind. Auch dieser Chart bestätigt das. Und das ist in etwa das Low von 2018. Nun kommen wir zu den Aktien und da machen wir einen kleinen Rückblick auf eine Prognose meinerseits, der Big Short. Ja, es geht da um die Apple-Aktie. Hier der Auszug gegen Ende hin, wie man das jetzt da vorstelle. Und wir haben tatsächlich dieses Low erreicht. Nun sollte eine Gegenbewegung folgen, auch bei Microsoft. Und das ist auch schon gewissermaßen mein Fazit aus dem Ganzen. Generali-Versicherung, auch hier haben wir diese Linie erreicht. Da der Überblick jetzt, da das längerfristige. So auch meine Prognose bezüglich Exxon, dass es jetzt interessant ist zu kaufen. Wie auch Kraft hat nun diesen Boden erreicht. Auch McDonald's hat diesen Boden erreicht. Schaut euch die alten Videos an, die alten Charts, PayPal, auch die haben dieses erreicht. Siemens, auch die haben das, da bin ich leider ein bisschen früher ausgestiegen. Ganz anders ist es allerdings bei Daimler, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich schon der Boden ist. Nun kommen wir zu den Rohstoffen und da fangen wir wie gewohnt meistens mit Öl, mit Gold an. Beim Gold, ja, da habe ich zum Verkauf
geraten, weil wir da diese Querlinie haben. Schaut euch das Mittwochsvideo an. Nun sind wir gewaltig runtergegangen, also für mich ist Gold momentan kein Kauf. Nun kommen wir zum Öl. Seit 54 bin ich short. Das Stop-Loss wird jetzt nachgezogen. Das Ziel ist noch nicht ganz erreicht. Nun der Bitcoin. Ja, meine Prognose wunderbar ist gelaufen. Jetzt haben wir einen Boden. Das Ziel ist jetzt ganz einfach hier nach oben. Und der Franken, auch hier wurde die Position aufgelöst. Fazit, diese Woche ging es gewaltig nach unten. Man hat nun gewisse charttechnisch interessante Punkte erreicht. Nun steht eine technische Korrektur an. Ob aus dieser Korrektur mehr wird, wird sich in den kommenden Wochen erst zeigen. Ich bin, wie gesagt, jetzt sehr bullisch eingestellt und erachte es als sinnvoll, Long-Positionen einzugehen. Idealerweise sollte man dies bereits am Freitag gemacht haben, da ich rechne, dass bereits Montag mit einem Sprung nach oben der Markt starten wird. In weiterer Folge wird dies sukzessive zunehmen und die Bewegung an Dynamik gewinnen. Schönes Wochenende!